Psychiatrische Forschung hat eines der spannendsten, aber auch eines der schwierigsten Themen. Psychische Störungen sind besonders häufig, besonders schwerwiegend. Und um ihnen gerecht zu werden, müssen wir einerseits den Menschen in seinen Bezügen, durchaus auch den sozialen, untersuchen, andererseits aber auch der Komplexität des menschlichen Gehirns gerecht werden, also des komplexesten Organs, das wir überhaupt kennen. Also von der schwierigsten Biologie bis in die Komplexitäten der Psychologie und der sozialen Bezüge müssen wir für die Therapieforschung hier einem besonders komplexen Sachverhalt gerecht werden. In unserem neuen Therapieforschungszentrum ZIP stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt. Therapieforschung im ZIP passiert in einer Art und Weise, die es uns ermöglicht, auf eine sichere und schonende, aber andererseits auch besonders tiefgreifende und informative Art und Weise über die Effekte von Therapien, von neuen Medikamenten, von neuen Psychotherapien auf das Gehirn, auf das Verhalten, aber auch auf solche Dinge wie sogenannte Biomarker, also die Effekte auf Blut, auf Zellen, auf Gene zu untersuchen. Im ZIP haben wir grob gesagt vier Säulen, die natürlich miteinander kommunizieren. Das eine ist die Untersuchung neuer Medikamente, Psychopharmakaforschung. Die können wir auf einer dafür eigens eingerichteten Station bei neuen Medikamenten ebenso untersuchen wie bei Patienten und Teilnehmern, die von außen kommen. Das zweite ist die Untersuchung neuer Psychotherapien. Da haben wir im ZIP solche Verfahren wie die sogenannte virtuelle Realität. Das heißt, wir können mit modernen Methoden der Computertechnik und Grafik ganz neue Lebenswelten, wie beispielsweise eine große Höhe für jemanden mit Höhenangst im ZIP erzeugen und dadurch Psychotherapie auf eine Art und Weise machen, die sonst nicht möglich wäre. Diese beiden Therapien sind häufig miteinander verbunden. Beispielsweise interessieren wir uns besonders für Medikamente, die Psychotherapien besser machen. Die Effekte solcher Therapien werden untersucht in den beiden anderen Säulen des ZIP. Dabei geht es einerseits um die Untersuchung des menschlichen Gehirns. Wir haben modernste Großgeräte in diesem Therapieforschungszentrum, die es uns ermöglichen, die Hirnstruktur, die Hirnfunktion, die Effekte von Therapien auch auf die Hirnchemie zu untersuchen. Und in der vierten Säule die Untersuchung sogenannter Biomarker, also die Effekte auf Gene, auf Gewebe und auf Zellen. Zusammen ist das ZIP eine zumindest kontinentaleuropäisch einmalige und international sehr, sehr selten anzutreffende Institution, in der wir auf eine besonders spannende und neuartige Weise Therapieforschung machen können. Am Zentralinstitut ist es so, dass wir Therapien nicht nur erforschen, sondern auch in die Behandlung einbringen wollen und andererseits Impulse aus der Behandlung von Patienten auch in die Forschung bringen wollen. Daher sind das ZIP, die Therapieforschungsinitiative, aufs Engste verknüpft mit Innovationen im Bereich der Krankenversorgung. Hier machen wir es so, dass wir die übliche Krankenversorgung, die streng trennt zwischen verschiedenen Diagnosen und streng trennt zwischen ambulanter, teilstationärer und stationärer Behandlung und streng trennt zwischen Leuten, die unter 18 Jahre alt sind und Leute, die über 18 Jahre alt sind, umorganisieren in ein Behandlungsverfahren, in der über die gesamte Phase der Erkrankung eine gegebene Gruppe von Patienten von einem einheitlichen Team behandelt wird, auch dann, wenn sie nach ein paar Jahren wiederkommen müssen. Diese Versorgungsbrüche werden durch diese Track-Struktur vermieden und wir haben dadurch die Möglichkeit, auf die Notwendigkeiten der Forschung direkt einzugehen in der Definition der Klienten und Patienten, die wir im Track behandeln und die Erfahrungen aus der Behandlung dieser Patienten und Klienten direkt umzusetzen in neue Therapieverfahren im ZIP. An die Nachwuchsforscher würde meine Botschaft dahingehend gehen, es gibt keine bessere Zeit, in die Psychiatrieforschung einzusteigen als gerade jetzt, weil gerade jetzt wir die Fragen stellen können, die wir eigentlich stellen müssen. Die Methoden, die wir im ZIP haben, von denen wir uns zum großen Teil vor 10, 15 Jahren noch nicht hätten träumen lassen, dass wir solche Methoden anwenden können, ermöglichen uns zu fragen, wann passiert wo im Gehirn genau was, also
das zu verstehen, was der Komplexität unseres Gegenstands der psychischen Erkrankungen gerecht wird. Das ist eine einmalige Situation. Wer jetzt in die Psychiatrieforschung einsteigt, der kann wirklich fundamental neue Dinge entdecken und damit für die Therapie fundamental etwas bewegen.